Es muss schnell gehen. Die Helfer haben nur 4 Stunden Zeit, um die riesige Transportmaschine zu beladen. In den Paketen sind Zelte, Kochsets und Plastikplanen. All das fehlt im Katastrophengebiet. Die größte Herausforderung im Augenblick ist sicherlich der Zugang zu allen betroffenen Gebieten. Es sind immer noch Straßen nicht passierbar durch Erdrutsche, durch umgestürzte Bäume, durch Trümmer. Im Logistikzentrum stapeln sich die dringend benötigten Hygieneartikel neben Notunterkünften. Das Wichtigste aber, eine mobile Anlage zur Trinkwasseraufbereitung. Das technische Hilfswerk setzt die Einzelteile vor Ort zusammen. Schon in weniger als 2 Tagen werden in der Region Cebu mehr als 10.000 Menschen sauberes Trinkwasser haben. Das THW schickt 8 freiwillige Helfer auf die Philippinen. Für Andreas Hücker ist es der 5. Einsatz. Vor Ort werden wir Trinkwasser aufbereiten. Und ich bin dort in der Funktion als Elektriker, gelernter Wasserwerker und kenne mich eigentlich auch in Wasseraufbereitungsanlagen aus. Die Hilfsgüter sollen auch die Ausbreitung von Krankheiten verhindern. Das Deutsche Rote Kreuz befürchtet, Durchfallerkrankungen könnten noch mehr Todesopfer fordern. Für die Helfer hat die hygienische Situation im Krisengebiet absolute Priorität. Deshalb trifft die Transportmaschine aus Deutschland mit 8 Technikern an Bord schon am Donnerstagvormittag auf dem Flughafen Cebu ein.